Habt ihr schon mal eine Orange gerochen, die nicht gespritzt ist? Das habe ich noch nie gemacht. Das ist gut. Meine Finger sind so voller leckerer Orangensaft, dass ich meine Kamera gar nicht anfassen kann. Oh, ist das lecker. Ich bin gerade beim Orangenpflücken und wie ein Kind beim Kirschenessen habe ich schon ganz viel gesnackt. Und die Orangen, ich habe jetzt noch die dran gelassen, die doch ein bisschen hart sind, aber Leute, ich habe schon so viele gepflückt. Hier ist mein kleiner Snacktisch. Und hier drinnen ist meine Ernte. Oh mein Gott. Guck, wie schwer das ist. Oh. Also randvoll mit Oranges. Und ich freue mich richtig. Alles riecht so gut. Und diese Schalen, oh, jetzt nicht die Wolfskapuze mit den Klebehänden anfassen. Diese Schalen, die sind ja ungespritzt. Und normalerweise riechen die ja, die riechen zwar gut, aber man kann es immer nicht so genau trennen. Was sind jetzt hier gerade gespritzte Chemikalien und was ist jetzt eigentlich gerade eine geile Orange? Und die hier, die schmecken auch, die schmecken ganz mega lecker. Und ich reibe mich damit schon den ganzen Morgen ein, weil ich das so... Das riecht wie so ein ganz frisches Parfum. Versteht ihr das? Diese Parfums, wo man steht, frischer Orangenduft, ganz sommerlich. Dabei hat die Natur ja ganz natürlich lauter tolle Düfte für uns bereit. Wofür braucht man denn Parfum? Oh, und das habe ich gerade gefunden, das wollte ich euch auch noch zeigen. Ist das nicht wunderschön? Wow, das hat so feine Äderchen. So feine Äderchen. Ein kleines mumifiziertes Blatt. Das habe ich hier gerade auf dem Boden gefunden. Ich habe euch ja erzählt, ich bin wie ein Kind beim Kirschenessen mit dem Orangen, weil ich hier die ganze Zeit die snacke, bevor ich sie in die Tasche tue. Und da ist mir eine total coole Geschichte eingefallen, die mir der Stefan erzählt hat, bei dem ich in Norwegen gewohnt habe. Und zwar hat er mir erzählt, dass er früher bei einem ganz gierigen alten Mann am Kirschbaum gearbeitet hat, um die Kirschen zu pflücken und dafür so ganz wenig Bezahlung bekommen hat, so ein paar Pfennig. Und der Mann war so super, super geizig und hat sich halt immer mehrere Kinder bestellt, die in seinem Baum halt die Kirschen pflücken. Und er hat das aber immer überwacht vom Fenster und wollte halt nicht, dass die Kinder die essen, weil er war ja so geizig und ich glaube, er wollte sie vielleicht verkaufen. Und jedenfalls hat er dann den Kindern aufgetragen, dass die immer pfeifen müssen die ganze Zeit im Baum. Und zwar damit, weil wenn man pfeift, kann man keine Kirschen essen. Und immer wenn das Pfeifen im Baum aufgehört hat von den Kindern, hat er so mit seiner flachen Hand so an die Scheibe geschlagen, hat gerufen, pfeifen! Und dann mussten alle Kinder, das finde ich so absurd, wie in einem Traum oder sowas, dann mussten alle Kinder weiter pfeifen. Er hatte diese ganzen Kinder, die pfeifen in seinem Baum saßen. Und dann, und das war so krass, als er mir das erzählt hat, ich hatte so Gänsehaut, dann ist Folgendes passiert, dann ist der alte Mann irgendwann war ganz, ganz krank und war an sein Bett gefesselt und hat irgendwann die Kinder nicht mehr bezahlt, die Kirschen zu pflücken. Also waren die Kirschen in dem Kirschbaum, die sind einfach verkommen. Die waren also vor seinem Fenster und er lag da und die Vögel haben in den Baum gezwitschert und die ganzen Kirschen zerpickt. Und davon ist er verrückt geworden. Und das fand ich so eine krasse Geschichte. Die wollte ich euch einfach ganz kurz erzählen. Also mir geht's heute schon viel besser. Ja, ich habe beschlossen, den Tag ein bisschen mehr zu nutzen. Ich habe ich euch in dem Video gestern schon erzählt, dass ich normalerweise jetzt schon am Schreibtisch sitze und gar nicht so viel von dem wunderschönen Wetter mitbekomme. Aber man muss ja die Tage und die Zeit und das Sonnenlicht hier echt nutzen, denn ja, die letzten 2 Wochen hat es ja wirklich nur gestürmt. Man konnte also gar nicht, noch nicht mal die Mühe konnte raus, weil die wäre weggeflogen. Und
Also es war wirklich, also Windstärke 11 war hier auf der Insel die letzten 2 Wochen. Also ich habe auch alle Fensterläden zugemacht, weil ein Fenster ist nämlich, also jetzt nicht in dieser Zeit, aber wohl irgendwann mal schon mal vom Wind eingeschlagen worden und so. Und deshalb habe ich alle Fensterläden zugemacht und so. Und gestern war ja der erste Tag, wo es richtig sonnig war und heute der zweite. Und genau, ganz nach meinen neuen Vorsätzen habe ich also beschlossen, einfach eine schöne Zeit draußen zu haben und viel mehr von meiner Zeit hier auf der Insel zu profitieren und dass ich dann eigentlich abends wahrscheinlich viel mehr schreibe, als wenn ich den ganzen Tag versuche, was zu Papier zu bringen. Genau, und deshalb habe ich heute auf dem Dach, ich habe oben so ein Dach und da können keine Katzen hin, weil das ganz weit oben ist. Und da habe ich jetzt eine Yogamatte ausgerollt und habe heute Morgen einen Yoga-Flow gemacht. Und das war so schön, das hat so unfassbar gut getan, sich mal so richtig zu strecken. Und ich habe Muskeln also gestretcht, von denen wusste ich gar nicht, dass ich sie habe. Und es hat so wahnsinnig Spaß gemacht. Und was total cool ist, ist, dass ich früher schon mal ganz viel so Workout-Videos gemacht habe. Also meine Mutter hatte immer ein Workout-Video von Claudia Schiffer, wo die so am Strand ist und so Stretching macht und so. Und das war schon toll, sich das anzugucken und da irgendwie zu Hause mitzumachen mit Claudia Schiffer, die da am Strand ist und irgendwie der so die Brise um die Nase weht, selbst wenn man irgendwie zu Hause war im Ruhrgebiet und es total geregnet hat und so. Aber was jetzt gerade vorhin noch richtig cool war, war, dass ich zufällig also ich habe es auf YouTube ein Video einfach gesucht und habe zufällig auf eins geklickt, wo eine Yoga-Instructorin, die dieses Video halt filmt, in Griechenland ist, um das zu filmen, auf irgendeiner Insel. Und die ist also auf so einer Terrasse, die sieht halt genauso aus wie meine Terrasse und schaut in eine Landschaft, die genauso aussieht wie meine Aussicht hier, mit Meerblick hinten und so. Und sie hat dann so erzählt, this practice we're gonna do in the Magic Island of, ich weiß nicht mehr, was es war, vielleicht Korfu oder so. And we're gonna use the magic of the island in our yoga flow. Und das war jetzt voll cool, dieses Video zu machen und nicht zu Hause in einer verregneten Wohnung im Ruhrgebiet zu sitzen, sondern hier und genau den gleichen schönen Ausblick zu haben und nur den ganz kleinen Handybildschirm am Rande der Matte, der irgendwie vor einem riesigen, wahnsinnigen Ausblick war. Und genau, und dann jetzt hier runter und ein paar Orangen pflücken. Oh, guck mal, das sind hier sind Zitronen. Die sind mir noch ziemlich grün. Deshalb hängen hier noch ganz viele. Schau mal, wie viele. Das sind total schön. Oh ja, die Sonne scheint. Vielleicht fahre ich jetzt mit der kleinen Mümle an den Strand und wir trinken einen Kaffee auf der Bank und ich schreibe ein Lied. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber zu meinem Buch, was ich gerade schreibe, da ist das große Ziel, und hoffentlich klappt das auch, dass das ein Gesamtkonzept ist aus Buch, Illustrationen und Musik. Ich möchte also ganz viele Lieder dazu schreiben. Lieder, die ganz abstrakt sind und die man eigentlich nur versteht, wenn man das Buch gelesen hat oder liest. So ist das Ziel, weil ich liebe abstrakte Lieder. Ich liebe es, wenn man wie früher im Deutschunterricht so ein Lied so total analysieren kann, weil das eben überhaupt gar nicht klar ist, worüber das geht. Also jetzt nicht, oh, I miss you so, why don't you come back? Das ist ja so offensichtlich, aber manchmal, Lisa Hannigan hat das jetzt zum Beispiel total oft, dass sie so ganz ganz abstrakte Lieder hat, wo man überhaupt gar nicht weiß, was das jetzt soll. Und da gibt es ja auch so Schreibtechniken, wie man das machen kann und so. Und ich finde das eben total schön, einfach Metaphern und abstrakte Bilder aus dem Buch zu verwenden und die in den Liedern zu machen. Und dann ist das quasi wie eine Geheimsprache zu den Leuten, die das Buch gelesen haben, dass die halt genau wissen, welches Thema in dem Lied behandelt wird. Genau, das finde ich total schön. So, jetzt mache ich mal die Kamera aus und trage diese Megatasche rein. Und dann ist es auch schon Zeit für den Kaffee. Morgen, wenn der Waschmaschinenmann kommt, werde ich ihm auch gleich noch die Kaffeemaschine vorführen. Und wenn das nicht geht, dann muss ich eben eine neue kaufen. Was soll's? Ja. Ach ja. Das Leben ist ja doch ganz schön. Ich küsse euch, ihr wunderschönen Menschen. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viele Orangen. Wie waren denn die Orangen dieses Jahr in Deutschland? Habt ihr viele Orangen gegessen dieses Jahr? Und was ist das Leckerste, was ihr mit Orangen schon mal gemacht habt? Ich weiß, dass man die in Scheiben schneiden kann und Zimt drauf machen kann. Das isst man so in Frankreich, glaube ich. Und dann kann man die natürlich noch in Salat schneiden, Orangensaft draus machen.
Und mehr fällt mir gerade nicht ein. Haltet mich mal auf dem Laufenden, was ich da alles machen soll mit diesen tollen Orangen. Ja, und jetzt küsse ich euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich habe meine Spieluhr vergessen. Also, dann, da, 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 da,